Hallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zur nächsten Folge Let's Play Star Trek Elite Force 2. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir schauen, was uns dort von erwartet. Ich weiß es ja schon, aber einige von euch wahrscheinlich noch nicht. Also los geht es. Hilfe! Hilfe! Er hat gerade die innere Wand durchbrochen. Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen. Er ist in der Rettungskapsel. Werfen Sie die Rettungskapsel ab. Die Steuerung hier unten funktioniert nicht. Es gibt einen Freigabeschalter im zweiten Stock. Er befindet sich im Hauptkontrollraum, über der Kapsel. Können Sie nicht einfach dorthin gehen? Der Lift zum Hauptkontrollraum funktioniert nicht. Ich versuche, die Energie umzuleiten, aber vielleicht funktioniert er dann immer noch nicht. Aktivieren Sie den Lift. Ich gehe nach oben und aktiviere den Schalter. Nix können die alleine. Nix schaffen die alleine hier. Schlimm. Mach hinne. Es funktioniert. Gehen Sie in den Hauptkontrollraum und starten Sie die Kapsel. Warte mal, kein Stress. Ganz ruhig. Wollen wir noch warten bis zur letzten Sekunde? Nee. Rettungskapsel gestartet. Boah, was eine hässliche Stimme das auch ist. Und ich habe auch heute ein Thema für euch bei meinem Let's Play. Aber dann gleich mehr dazu. Vielen Dank. Können wir Ihnen etwas Energie für Ihre Waffe anbieten? Na gerne. Nimm ich gerne an. Wenn ihr so nett seid. Gib mal her hier. Danke. So. Aber dann habe ich doch die Waffe nicht. So. Beim Schicksal. Was anderes kannst du nicht reden, ne? Dem Schicksal sei Dank. Sie haben uns gerettet. Dem Schicksal sei Dank. Sie haben uns gerettet. Okay. So, und jetzt zu dem Thema. Ich habe ein paar Vorschläge an Spielen, die ich für euch jetzt playen könnte. Wo ich auch ein Video machen werde, das vielleicht schon draußen ist, wenn ihr das Video seht. Und ja. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen, was ihr gerne für Let's Plays von mir sehen möchtet. Ihr dürft auch gerne Vorschläge machen an mich. Und ich schaue, was ich dann machen lässt an den Spielen und ob mein Lobby das schafft. Und Vorschläge an Spielen, die ich für euch so hätte, wären zum Beispiel Let's Play Star Trek Online, Star Wars The Old Republic, Aion, Once of Magic, ein paar Spiele von Ocean Games, von Ark Games und Steam. Wie gesagt, wo ich euch eine Liste machen werde und ein Video, wo ich die Spiele zeigen werde. Und das wird wahrscheinlich auch schon eher draußen sein als diese Folge. Wenn ihr die Folge seht, wird die Umfrage vielleicht doch schon um sein oder noch laufen, die ich da machen werde über die Spiele, die ich noch let's playen könnte für euch. Und ja, wie ihr seht, hier ist die Patrixianer und da kommt auch gleich wieder eine schöne große Action-Sequenz, die sehr lustig werden wird. Aber seht selber. Diese Eindringlinge haben unser Verteidigungsgitter deaktiviert. Wir müssen es wieder zum Laufen bringen. Monroe an Enterprise. Ihr Bericht, Lieutenant. Die Kommandomitglieder sind in Sicherheit. Kein Zeichen der Dallas-Crew. Sie kommen. Wir werden angegriffen. Lieutenant, beschützen Sie um jeden Preis die Kommandomitglieder. Ja, Sir. Alle eng zusammenbleiben. Ich gebe Deckung.
Ja, immer dasselbe Scheiß hier. Immer muss man hier alles selber machen. Hey. Ganz wusch, Leute. Einer nach der anderen. Hey. Au, 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 au. Ey. So, Leute. Lasst die Leute in Ruhe. Wie können die Tür öffnen, um Himmels Willen? Der braucht gerade eine Kommandocodes. Die Tür zu öffnen. Brauchen Sie Hilfe, Monroe? Da ist noch einer. Hat das so lange gedauert? Wir haben den Weg mit der schönsten Aussicht genommen. Geben Sie mir Deckung. Da ist noch einer. Jetzt kommen die auf einmal. Geben Sie mir Deckung. So. Alter Schwede, voll die Action-Sequenz hier. Voll die Power. Boom, boom, Power, boom, boom, Power. Ey, Bitch, bleib da. Mach keinen Scheiß. Und von hinten, kaboom. Voll in den Arsch geschossen. Bitte übermitteln Sie Ihrem Captain unseren Dank. Viele künftige Generationen werden Sie verehren. Danke, aber ich hätte lieber einige Antworten. Haben Sie diese Eindringlinge jemals zuvor gesehen? Niemals. Wer sind Ihre Feinde? Wir haben keine Feinde. Wir haben laufend Probleme mit atraxianischen Schmugglern und mit Separatisten der Idril, sowie gelegentlich mit kardassianischen Schiffen auf Beutezug. Idril? Eine rückständige Rasse. Wir unterstützen sie seit Jahrhunderten. Wir haben den Idril zur geschriebenen Sprache und zum Warp-Antrieb verholfen. Aber die Separatisten sind nicht dankbar. Sie behaupten, dass viele atrexianische Systeme einst den Idril gehörten. Sie verbreiten eine trügerische Geschichte und behaupten, eine ältere Rasse zu sein als wir. Das sollte einfach zu widerlegen sein. Ist es auch. Doch Aberglauben ist hartnäckig. Zum Glück glauben die meisten Idril den Separatisten nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Diese Wesen sind keine Idril. Sie müssen eine interstellare Invasionstruppe sein, wie die Borg. Egal was sie sind, wir können sie nicht von dieser Station vertreiben, bis das Verteidigungsgitter wieder online ist. Unsere Sicherheitsgeneratoren sind zerstört. Haben Sie keine Hilfsgeneratoren? Doch, im Hauptenergiekern, im Herzen der Station. Wenn wir die Hilfsgeneratoren manuell mit dem Verteidigungsgitter verbinden, können wir alle Eindringlinge auf der Station eliminieren. Nur unsere Chefingenieurin könnte das tun, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß es aber. Sie sitzt in einem Büro in der Nähe des Hauptenergiekerns fest. Ich bin unterwegs. Herr Satim, bleiben Sie hier und beschützen Sie die Atrexianer. Ja, Sir. Hier ist eine der gefundenen Waffen. Ja, schön. Nun nützt mir nichts, wenn ich die nicht habe. Weil es eine geile Waffe ist, der atrexianische Bogenwerfer. So eine geile Waffe, ich hab sie jetzt nicht. Mann. Oder hat Shell mir jetzt etwa eine gegeben? Das wäre geil. Was ist das? Frachtzug oder was? Naja, dann. Energie. Fahr mal los hier mit der Schrottkiste. Du könntest auch laufen. Bist noch jung und dynamisch. Fährt die faule Sau. Ups. Ich glaube, da lauert was auf uns. La 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 la, kaboom! Oh, Hilfe! Entgleisung! Wow! Bam! Aua! Das tat weh! Fenrich Gonzalez, USS Dallas. Lieutenant Monroe, USS Enterprise. Wir kommen gerade von der Dallas. Hat sie es geschafft? Wir waren zu spät.
Diese Kreaturen haben das Schiff zerlegt. Verdammt. Wo ist die restliche Dallas Crew? Im unteren Habitatring. Daran haben auch diese Dinger zu knacken. Hier sind ihre Koordinaten. Was tun sie hier draußen? Versorgungsgüter suchen. Wir wissen nicht, wie lange wir dort bleiben müssen. Monroe an Tuvok, ich übermittle die Koordinaten der Dallas Crew. Wir beamen sie jetzt zu uns. Sind sie bereit für den Transport? Damit sie den ganzen Spaß allein haben? Ich bleibe. Okay, finden wir einen atrexianischen Ingenieur und aktivieren dieses Verteidigungsgitter wieder. Also, das Geräusch, was ihr gehört habt, war hier, das hier. Habe ich gerade damit rumgespielt aus Langeweile, wie die gequatscht haben, sorry. Und ich habe den Bogenwerfer, juhu! Geil! Oh. Ein Totalschaden, wie ich sehe. Mist. Na gut, hätten wir eher Schluss gewesen. Na gut, aber ich beende die Folge erstmal an dieser Stelle, denn die Folgenzeit ist wie um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt an dieser Folge und hoffe, das Thema stößt bei euch auf Gehör und habt Interesse daran. Bis zur nächsten Folge, euer Darth Steffen. Und hier sage ich nicht den Star Wars Spruch, wie ich am Anfang gesagt habe. Ab jetzt sage ich nur noch Love, Lifelong and Prosper, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge, euer Darth Steffen. Ciao!